Siehst du auch immer coole Fotos bei anderen Leuten, aber weißt selbst nicht so richtig, was du machen sollst? Eine coole Fotoidee habe ich dir heute mitgebracht. Meine Idee für heute ist folgende. Du bist nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach im gleichen Bild zu sehen. Wie das aussehen kann, siehst du bei mir hier und hier. Wie das geht, erkläre ich dir jetzt. Such dir zuerst einen Ort zum Fotografieren aus. Wichtig ist, dein Smartphone muss gleich wackelfrei irgendwo feststehen, denn du musst mehrere Fotos von exakt dem gleichen Ort aus machen. Du kannst ein Smartphone-Stativ nutzen, wenn du sowas nicht hast, dein Smartphone auch einfach an etwas Schwerem anlehnen. Oder du nimmst einfach so eine Klopapierrolle, machst da zwei Schlitze rein und kannst dann dein Smartphone einfach so reinstellen und aufstellen. Achtung, du darfst dich auf dem Bild nicht selbst gegenseitig verdecken. Also wenn du jetzt hier mal schaust, Nora 1, wenn die sich weiter in den Flur reinlehnen würde, dann würde sie ja schon Nora 2 verdecken. Das wird echt super schwer, das zu bearbeiten. Daher lieber ein bisschen mehr Platz haben, zum Beispiel das Smartphone entsprechend quer nehmen. Schritt 2, mach so viele Fotos, wie du möchtest von dir selbst. Am einfachsten ist das, wenn dir jemand hilft und für dich immer den Auslöser drückt. Hast du jetzt gerade niemanden da, kannst du auch einen Timer einstellen. Dann musst du immer schnell den Auslöser drücken und dich in Position bringen und kannst so auch Fotos von dir selbst machen. Schritt 3, jetzt geht's richtig los mit der Bearbeitung. Dazu brauchst du die App PicsArt. Ein paar Hinweise vorab zu der App PicsArt. Erstens, es kann sein aktuell, dass man sich bei der App anmelden muss. Bei manchen Geräten ist das so. Falls du oben rechts in der Ecke ein X siehst, kannst du es auch einfach wegklicken und musst dich nicht anmelden. Zweitens, es gibt Werbung in der App, die bitte einfach immer ignorieren. Und drittens, es kann gut sein, dass die App dir vorschlägt, Geld auszugeben für einige Funktionen. Die brauchen wir heute alle nicht. Wenn du also so ein Fensterchen siehst, wo steht, hier bitte jetzt das Gold-Abo abschließen, einfach oben rechts auf das X klicken, das brauchen wir nicht. Okay, los geht's. Öffne die App, geh unten auf das Plus und such dann erstmal eins deiner Bilder aus. Also ich nehme jetzt mal hier das hier. Es kann sein, dass du erst der App noch die Berechtigung geben musst, dass sie auf deine Fotos zugreifen darf. Jetzt möchte ich ja das nächste Foto hinzufügen. Dazu gehe ich hier unten auf das Symbol Foto hinzufügen und kann jetzt auf meine Galerie zugreifen und das nächste Bild nehmen und drücke oben rechts wieder auf Hinzufügen. Das Bild wird mir jetzt hier so klein angezeigt, ich muss das also größer ziehen und da gibt es einen Trick. Ich ziehe das so lange groß, bis ich ein Kreuz mit den beiden Strichen sehe. Dann ist es nämlich richtig. Und jetzt nehme ich oben in der Mitte das Radiergummi und male über die Stelle drüber, wo ich vorher zu sehen war. Und so seht ihr, hier erscheine ich langsam. So. Jetzt drücke ich oben rechts auf den Haken und dann nochmal auf Anwenden. Jetzt haben wir schon mal zwei Bilder und das gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem dritten Bild. Also wieder unten auf Foto hinzufügen klicken. Das dritte Bild auswählen, wieder auf Hinzufügen. Das Bild so groß ziehen, dass es genau über dem anderen drüber liegt und dieses blaue Kreuz erscheint. Und dann oben wieder auf das Radiergummi. Und jetzt muss ich zwei Personen wegradieren, nämlich die beiden, die hier ganz rechts waren. Dann sehe ich quasi das, was hier vorher zu sehen war. So, und dann kann ich wieder oben rechts auf den Haken klicken und nochmal auf Anwenden und mein Bild ist fertig. Um dieses Bild jetzt noch weiter teilen zu können, auf dem Smartphone zu speichern oder irgendwo zu verschicken, muss ich oben rechts auf Weiter klicken. Und dann seht ihr hier schon, ich könnte das jetzt irgendwo direkt hochladen. Ich kann in meinem Fall jetzt unten auf Speichern drücken. Es kann auch sein, genau hier kann ich noch auf Foto herunterladen klicken. Es könnte auch sein, dass das bei euch ihr einen Teilen-Button habt, wie ihr den aus anderen Apps auch kennt. Dann müsst ihr den einmal drücken und dann in der Galerie oder bei den Fotos speichern drücken und habt es so dann auf eurem Smartphone gespeichert. Und so sieht mein fertiges Bild jetzt aus. Ich hoffe, dir hat dieses Video viel Vorfreude gemacht auf eigene Fotoprojekte. Wenn du das nachmachen willst, geh am besten die Anleitung so Schritt für Schritt durch, stopp immer wieder mal, damit du genau weißt, was du machen musst. Ich würde mich auch voll freuen, irgendwie Ergebnisse zu sehen. Also wenn du ein Bild hast, was du uns zeigen möchtest, dann schick das doch gerne hier mal uns zum Beispiel in Instagram. Dann sehen wir auch, was ihr so daraus macht. Hier unten in die Kommentare kannst du gerne auch schreiben, wenn du noch andere Ideen hast. Bald kommt hier eine neue Foto-Challenge, also am besten einfach mal abonnieren, damit du es nicht verpasst.